Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den Chemnitzer FC. Die Partie endete mit 1:0. Ich begrüße alle Gäste in den Mitträumlichkeiten des Stadion Dresden sowie die beiden Trainer hier vorne neben mir von unserem Gast Carsten Heine und unserem Cheftrainer Stefan Böger. Wie immer gehört das erste Wort dem Gast. Herr Heine, wie fällt Ihr Fazit nach einem rassigen Sachsen-Derby aus? Ja, also zunächst würde ich mich an den Ball anschließen. Ich finde, das war ein sehr intensiv geführtes, spannendes Drittligaspiel in einer tollen Atmosphäre, die wir gesehen haben. Und sowohl unsere Fans, aber auch die Dresdner, logischerweise, in der Zeit für tolle Stimmung gesorgt haben. Und ja, zu Beginn Glück mit dem Pfostenschuss, sind danach etwas besser ins Spiel gekommen. Für meinen Geschmack haben wir in der ersten Halbzeit und ja, nahezu im Offensivbereich kaum Möglichkeiten erspielen können. Sind noch kaum mal vor das Tor gefährlich gekommen. Hatten dann die eine oder andere Druckphase der Dresdner zu überstehen, aber große Chancen haben wir da auch nicht zugelassen. Ich finde, wir haben ganz gut verteidigt. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, das Spiel ein bisschen offener zu gestalten, mehr für die Offensive zu tun. Das ist teilweise gelungen. Chancen haben wir uns auch nicht viel erspielt, haben wir auch nicht viel zugelassen. Und die Chancen werden dann schon von Poli, der dort im Strafraum normalerweise vielleicht noch die besser trifft, haben wir das Glück, in Führung zu gehen. Als sich doch der eine oder andere auch hier schon auf das 0:0 eingestellt haben, fiel dann dieses Tor noch für Dynamo, was für uns als Mannschaft natürlich schon enttäuschend ist. Wir hätten hier gerne den einen Punkt, der dann auch möglich war, kurz vor Schluss mitgenommen. Es sollte nicht sein, deshalb Gratulation hier an Dynamo zu diesem Sieg und wir werden jetzt alles dafür tun, dass wir nach diesen zwei englischen Wochen Kräfte ein bisschen mobilisieren, uns wieder vom Kopf her, aber auch von den Beinen her in eine ordentliche Verfassung bringen, ohne dass man das heute aus meiner Sicht gesehen hat und dass wir nicht mitgehalten haben, läuferisch, und dann gegen uns hoffentlich wieder pumpen. Herr Heine, vielen Dank für Ihr ausführliches Statement. Trainer, wie groß wiegt der Wermutstropfen, dass Silvano Cumvalius bei seinem ersten Platzverweis in seiner Karriere innerhalb von 5 Sekunden dir verloren geht im nächsten Spiel nach dem 1:0 heute? Naja, vielleicht fangen wir auch erstmal an. Erstmal Carsten, danke für die Glückwünsche mit der Einschätzung zum Spiel insgesamt, bevor wir zu Silvano kommen. Ich glaube, das schließe ich mich an. Ein rassiges, hochklassiges Drittligaspiel war. Das war Werbung für den Fußball und das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn es 0:0 ausgegangen wäre. Beide Mannschaften mit großer Laufbereitschaft, mit toller Leidenschaft und haben sich da überhaupt nichts geschenkt. Ich denke, dass wir insgesamt mehr vom Spiel hatten, auch die besseren und an der Anzahl mehr Möglichkeiten, sodass der Sieg am Ende in der Form auch in Ordnung geht. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der uns hart bearbeitet hat und mit den personellen Dingen, die wir in den letzten Wochen oder auch in den letzten Tagen zu regeln hatten, bin ich natürlich hochzufrieden, dass all das aufgegangen ist, was wir umgestellt haben, was wir besprochen haben und von daher, mit dem Dreier kannst du dann einfach nur zufrieden sein. Kompliment an die Mannschaft, die hervorragend gearbeitet hat über 90 Minuten und sich dann am Ende mit dem Tor belohnt hat. Ja, Silvano, der wird jetzt ein Spiel zuschauen. Ich freue mich zunächst mal über seine Leistung heute. Der hat ja letzte Woche so ein bisschen einen mürrischen Blick gehabt, weil der Trainer nicht aufgestellt hat. Hat im Training dann die richtige Reaktion gezeigt, hat angepackt und hat das heute dann auch im Spiel umgesetzt. War sehr, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr laufstark, hat viele Kopfballduelle gewonnen, was wichtig war für uns, hat die Bälle vorne endlich dann auch mal richtig festgemacht, dass wir nachrücken konnten und hat eine sehr gute Leistung geliefert und nicht umsonst hat er dann auch das Tor gemacht, was danach passiert ist. Ja, da werden wir gemeinsam nochmal ins Regelbuch reingucken, dass wir das dann auch verinnerlichen, dass sowas dann nicht funktioniert. Die Schiedsrichterin hat regelkonform entschieden, das muss man sagen, da sind wir selbstkritisch. Er wird jetzt ein Spiel pausieren und wir haben wieder eine Lücke, die wir zu füllen haben und füllen werden. Danke. Vielen Dank für deine Analyse. So, jetzt ist wie immer Zeit für Ihre und eure Fragen. Wer macht den Anfang? Jochen Leimert. Herr Böger, mit Matthias Fetsch im Mittelfeld ist Ihnen eine Überraschung geglückt. Wie ist Ihnen dieser Einfall gekommen? Wann? Und ja, beschreiben Sie, warum Sie da so entschieden haben. Naja, viele Möglichkeiten gab es sicher nicht, weil diese eine Entscheidung zieht dann weitere nach sich und wir haben es im Trainerteam vor und zurück
diskutiert, besprochen, Ralf Minge mit dazugenommen als alter Trainerkollege und haben eine Strategie entwickelt, wie wir damit umgehen, wie wir es umstellen und so weiter. Also insbesondere habe ich mir angeguckt, was ist das Anforderungsprofil einfach für diese Position und welche Spieler haben wir, die diesem Anforderungsprofil gerecht werden. Ja, ich brauche den laufstarken, intelligenten Spieler und beides verkörpert der Matthias und deswegen ist die Wahl heute auf ihn gefallen. Ich freue mich, dass er das richtig gut umgesetzt hat. War wichtig für die Mannschaft. Sven Geißler. Herr Böger, Sie hatten gesagt, Sie hätten das Spiel auch gelobt, wenn es 0-0 ausgegangen wäre. Was glauben Sie denn, war der entscheidende Punkt, dass Ihre Mannschaft dann doch auch auf den Sieg mehr gegangen ist? Ja, es ist einfach das Phänomen, was diese Mannschaft ohnehin auszeichnet, dass sie immer an sich glaubt und immer versucht, was zu machen, in der Offensive was zu bewegen, drangvoll spielen kann. Das haben wir in den anderen Spielen ja auch gezeigt. Es funktioniert eben nicht immer. Und gegen Mainz zweite Halbzeit hat es zum Beispiel nicht so funktioniert und heute hat es eben geklappt. Und die Spieler haben an sich geglaubt, sind von den Fans natürlich getragen worden. Das gehört dann auch dazu, dass sie dann weiter nach vorn spielen und versuchen, ein Tor zu machen. Und ja, sind dann eben für den Aufwand und für die Leidenschaft, die wir gezeigt haben, belohnt wurden. Weitere Fragen? Nochmal Jochen Leimert. Noch eine Frage an den Carsten Heine. Ich weiß nicht, ob Sie schon Gelegenheit hatten, mit Ihrem Torwart zu sprechen. Was haben Sie ihm gesagt? Ja, im Moment ist er sicherlich genau wie wir alle sehr enttäuscht. Es war sicherlich eine unglückliche Aktion und wir haben ihn, so wie sich das gehört, aufgerichtet und haben klar gemacht, dass er auch in dem einen oder anderen Spiel in einem oder anderen Punkt für uns festgehalten hat. Das ist nun mal das Los eines Torhüters, wenn er einen Fehler macht, das ist das Bier Floskel, das ist halt so, dann ist es meistens ein Tor und so ist es heute gekommen. Und, aber wir werden ihn wieder aufrichten, dann ist er auch so, die ganze Linie festzustellen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche unseren Gästen aus Chemnitz einen angenehmen und sicheren Heimweg und viel Glück für den Rest der Runde. Auf Wiedersehen.